Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Frau Kollegin Högel, es ist die FDP gewesen, mit Verlaub, die vor einem Vierteljahrhundert in den 90er Jahren zum ersten Mal einen Entwurf eines Einwanderungsgesetzes vorgelegt hat. Damals war die SPD noch dagegen, weil sie mutmaßt, damit werde dem Lohndumping Tür und Tor geöffnet. Die Union war damals dagegen, weil sie sagten, damit wird eine ungeordnete Zuwanderung Tür und Tor geöffnet. Und übrigens auch die Grünen, Frau Kollegin Göring-Eckardt, waren damals noch dagegen, vermutlich weil sie dachten, das kommt von der FDP, das ist schon mal per se verdächtig. Und so hat sich also die Lebenslüge der alten Bundesrepublik, dass wir kein Einwanderungsland seien, noch ein weiteres Vierteljahrhundert fortgeschleppt bis zum heutigen Tage, wo endlich, da stimme ich Ihnen zu, Frau Kollegin Högel, endlich mal ein solches Gesetz hier im Deutschen Bundestag diskutieren und debattieren können. Aber gleichwohl, die alten Bedenken, die alten Vorbehalte zeichnen sich auch in diesem Gesetzentwurf ab. Auch hier sind deutlich, Herr Minister, die Spuren der alten Vorbehalte, vor allem Ihrer Partei, zu erkennen. Ihr Entwurf ist übervorsichtig, ist zurückhaltend, zaghaft, mutlos, protektionistisch. Was es bräuchte, wäre ein mutiger, ein moderner Entwurf. Und wir waren damals schon moderner vor 25 Jahren, als Sie es heute sind. Ihr Entwurf ist so konservativ wie möglich, so progressiv wie nötig. Dabei bräuchten wir heute bei heute schon 1,2 Millionen fehlenden Arbeitskräften einen mutigen Schritt nach vorne, wenn wir schon wissen, dass wir in etwa 10 Jahren fast 4 Millionen Arbeitskräfte hier im Lande benötigen und Arbeitsplätze haben, die wir nicht füllen können. Und dazu, Herr Kollege Frey, muss ich sagen, wäre ein Punktesystem durchaus das Richtige. Sie haben das schwer kritisiert, weil Sie sagten, das ist dann Einwanderung zum Arbeitsamt statt Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Bei diesen zu erwartenden Zahlen von fast 4 Millionen fehlenden Arbeitskräften in 10 Jahren kann man doch nicht davon sprechen, dass eine Zuwanderung ins Arbeitsamt erfolgen würde. Was wir brauchen, ist ein logisches, konsequentes Zwei-Säulen-System mit Zuwanderung mit Arbeitsvertrag nach dem System der heutigen Blue Card. Wer also einen Arbeitsvertrag mitbringt, der kann zuwandern, kann hier arbeiten. Aber das müssten wir vereinfachen, müssten auch die Gehaltsgrenze gerade für junge Leute senken, die eben weniger verdienen und noch mehr Zeit haben, um Altersvorsorge aufzubauen. Aber was wir eben auch brauchen, Herr Kollege Frey, das ist eine Chancenkarte, die Grünen nennen es eine Talentkarte, also eine Möglichkeit, wenn jemand eine Qualifikation, eine Ausbildung mitbringt, diese Ausbildung, diese Qualifikation auch in unserem Arbeitsmarkt anzubieten und hier damit auf Jobsuche zu gehen. Erfolgreiche Einwanderungsländer haben ein solches System, haben ein Punktesystem mit klaren Kriterien. Das muss kein Bürokratiemonster sein, wie Sie es vermuten, sondern es müssen wenige klare Kriterien sein, klare Regeln, auf die es ankommt. Und auch eine Berufserfahrung muss hier ins Gewicht fallen können. Das ist ein Entwurf, wie wir ihn von der FDP vorlegen. Eine klare Kennzeichnung mit 2 Säulen, eine reformierte Blue Card und eine Chancenkarte, die es auch möglich macht, eine Qualifikation mitzubringen und in unserem Arbeitsmarkt anzubieten. Genau das brauchen wir. Vielen Dank. Herr Akbarok, die Linke, die nächste Rednerin.